Es gab nur wenig Frauen, viel Rauch, viel Lärm, leere Bierdosen auf dem Boden, halbleere in den Händen der meisten Männer. Warum hatte sie mich ausgerechnet hierher bestellt? Hier konnte man sich weder verstecken noch ungestört sprechen. Mein jugendlicher Nebenmann hielt die Hand nach unten, als wolle er verbergen, was sich durch eine dünn kräuselnde Rauchsäule verriet. Hey, Companiero, reiche mir mal rüber. Der Bursche starrte mich an. Ich versuchte es mit einem Grinsen. Er starrte weiter. Schon gut, starr mich nicht so an. Wenn ihr das Zeug für euch behalten wollt, auch okay. Vier Bier. Ich reichte drei Dosen an meinen Nebenmann und seine Kumpane weiter, die sie wortlos annahmen. Da, nimm mir meinetwegen zu. Es war nichts Besonderes. Arme Leute, krass. Hör mal, Bruder, wie kommt man denn ran an das Zeug? Was weiß ich? Komm, Mann, ich bin doch kein Bulle. Man hat mir gesagt, hier beim Boxkampf, aber wo? Na und? Was, na und? Was soll ich dir dazu sagen? Ich soll mich an einen Liborio wenden, kennst du den? Mann, du gehst aber in die Vollen. Im Ring ging einer im blauen Höschen zu Boden. Das wirklich Tragische war, dass das Gemurmel der Menge nicht um einen Ton anschwoll. Die Leute wollten den Hauptkampf sehen. Carmen war immer noch nicht da. Was hast du damit gemeint, ich gehe in die Vollen? Dass Liborio in der Oberliga spielt, Mann. Was hast du vor, hä? Nichts wahrscheinlich, hat mich einer verarscht. Ja, das glaube ich aber auch. Und dann sah ich ihn. Ungefähr 10 Reihen hinter mir an einen Eisenträger gelehnt. Der Kosake. Es war 11 Uhr nachts. Carmen würde bestimmt nicht mehr kommen. Ich stand auf und drängte mich durch bis zum Ausgang. Ich rannte los. An der ersten Ecke drehte ich mich um, er war schon hinter mir. Ich blieb stehen und entschloss mich, ihn zu erwarten. Es dauerte nur Sekunden. Ein Leberhaken pumpte mir die Luft aus dem Leib, sein Knie unter mein Kinn, dann die Faust im Gesicht, bevor ich im Land der Träume verschwand. Verschwinde, du Scheißkerl. Noch einen Tag überlebst du hier nicht. Als ich wieder zu mir kam, trampelte eine Versammlung hysterischer Zwerge in meinem Hinterkopf herum und im Mund hatte ich einen klebrigen, bitteren Geschmack. Es war Blut und ein Vorderzahn fehlte. Ganz mechanisch wankte ich in Richtung Calle del Ideal. Ich brauchte fast 5 Minuten, um zu merken, dass ich nicht zu Hause war. Ich wankte zur Tür des Nachbarhauses.